Es sind eben viele Leute vorbeigekommen, die man gekannt hat, ne, von früher oder so, und die haben eben mal ein bisschen Geld rübergeweicht oder so, ne. Weil man hat ja kein Geld gehabt, ne. Und man hat ja was zu trinken gebraucht, ne. Also hat man halt geschnarrt oder so, ne. Und wenn sie halt gekommen sind und haben uns von da verscheucht, dann sind wir eben da runter, ne. Ja. Aber da waren wir auch nicht lang, weil sie dann gekommen sind, aber meistens ist dann Kripo gekommen und Passkontrolle, ne. Ja. Wenn man natürlich keinen gehabt hat, hat man Pech gehabt, ne. Ja. Haben sie einen mitgenommen, ne. Wie haben die Leute reagiert auf sie? Na, aggressiv eigentlich, ne, ist ja ganz klar, ne. Ja? Ja. Also es waren die meisten, haben dann doch sehr kritisch reagiert, wenn man sie angebettelt hat oder so. Nee, die Leute eigentlich nicht so. Von denen hat man, oder die haben auch es zu essen gebracht. Aber wenn Polizei gekommen ist, na, dann war schon die Stimmung etwas aufgeheizt. Na. Wir haben Essen gebracht auch? Ja, Essen und da hat es halt nicht ablehnen dürfen. Ne? Nicht sagen, nee, das nehme ich nicht, ich möchte Geld oder so. Ne? Weil dann sind die nie mehr gekommen, ne? Oder schon gekommen, aber hat nichts mehr gegeben. Ne? War es ein aggressives Stimmung auf der Brücke, so zwischen den Leuten, die auf der Straße gelebt haben? Ja, ab und zu schon, ja. Ab und zu hat es ganz schön gekracht, ja. Ja. Auch und Gewalttätigkeit? Ja, ja, ja. War schon manchmal, war schon schlimm. Gibt es auch Frauen, die dann praktisch... Selten. Also Frauen, möchte ich sagen, waren eigentlich nicht so viel, waren mehr Männer. Und in welchem Alter waren die meisten Männer? Waren es auch jüngere? Ja, ja, so ab 18. Bei vielen Alkohol im Spiel? Meistens sind sie von zu Hause rausgeflogen oder so, ne? Und dann kamen die halt zu uns, ne? Weil sie gewusst haben, von uns kriegen sie was. Ne? Reicht? Und naja, man hat es halt mit durchgezogen, was soll man machen? Ne? Man hat dann nicht sagen können, hau ab oder so. Ne? Hat alles Beste versucht für sie zu tun. Ja, wir wollen demnächst eine Stadtführung zum Thema Obdachlosigkeit vom Treffpunkt Menschen in Not veranstalten. Uns geht halt hauptsächlich darum, auf die Nöte und Probleme obdachloser Menschen aufmerksam zu machen. Wir werden in dieser Stadtführung das Hilfesystem in der Stadt Bamberg für Obdachlose vorstellen. Und wir werden auch verschiedene Plätze vorstellen, bei denen es darum geht, ja, beispielsweise zu zeigen, wie Obdachlose so ihren Tag rumbringen. Ein klassischer Platz, den viele sicherlich kennen, ist das Toilettenhäuschen direkt am Zopf. Für Obdachlose ist einfach das Problem, wie bringe ich meinen Tag rum. Und viele Plätze besteht halt einfach auch das Problem, die im öffentlichen Raum sind, dass sie dort als störend empfunden werden. Und es ist also gar nicht immer so leicht, einen Platz zu finden, wo man seinen Tag verbringen kann. Problem jetzt im Winter ist natürlich auch, wie kann man sich vor Kälte schützen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch immer, den Treffpunkt Menschen in Not zu besuchen, wo wir unsere Wärmestube betreiben und die gerade für solche Menschen gemacht ist. Ich bin beruflich Professor für organische Chemie in Erlangen an der Uni und hobbymäßig mache ich Musik in Bamberg bei zwei Gruppen. Und wie es halt so ist, ich werde heuer 60, ja, und da macht man natürlich eine Feier. Und ich habe mir mit dem Peter Klein von Menschen in Not im Herbst letzten Jahres gedacht, wir machen was, was nicht so standardmäßig ist, nicht 0815, sondern wirklich mal was für Menschen in Not, also Obdachlose. Ich persönlich habe den Background, dass mein Vater sich mal sehr engagiert hat für Obdachlose, obwohl er nicht arm war in keinster Weise. Aber ich habe von ihm gelernt, dass man einfach nicht vorübergeht, dass man immer genau hinschaut und auch einen Blick dafür bekommt, der hat es tatsächlich nötig. Und deswegen habe ich seit vielen Jahren meinen Blick auch schon in diese Richtung geschärft. Und wenn es geht und ich sehe, da ist jemand bedürftig, der kriegt was. Das ist meine Maxime. Und aus diesem Anlass gibt es auch ein Benefizkonzert anlässlich meines Geburtstags am 15. März hier in Bamberg im Jazzclub zugunsten von Menschen in Not. Es ist ein Geburtstagskonzert, den jeder, der kommt, 10 Euro beisteuern muss. Und es gibt noch eine Spendenbox, die aufsteht. Es wird auch während des Konzerts noch eine PowerPoint-Show geben, wo ich dann noch separat Bilder zeigen werde, die möglicherweise nicht so richtig schön sind, die auch nicht aus Bamberg stammen, sondern aus dem Internet. Da gibt es schockierende Eindrücke.
Aber auch das gehört zu diesem Konzert, zu dem Rahmenprogramm letztendlich. Und ich hoffe, dass es dann insgesamt eine doch gelungene Sache wird und das Ganze für einen guten Zweck sich dann letztlich erfüllt.